Okay, schauen wir mal, ob das funktioniert. Diesmal geht es um die Seite "Ein Sensor ist nicht genug". Durch mein Programm RimScout habe ich eine Dauerüberwachung von verschiedenen Endpunkten des Netzwerkes. Und man sieht hier, Schrift ist nicht so gut erkennbar, dass es einmal Outlook gibt und einmal Teams. Beide Tests machen regelmäßig ja HTTP-Anfragen zu den Microsoft-Endpunkten. Und was ich sehe ist, von meinem gleichen PC war Outlook fast permanent gut erreichbar, aber das Teams-Backend schlecht. Ich weiß also, Teams ist an diesem Standort schlechter, Outlook ist besser, aber ich weiß nicht warum. Es könnte der Webserver von Microsoft sein, der langsam ist. Es könnte sein, dass ich per Teams ganz woanders lande, ein anderes IP-Routing, eine andere DNS-Auflösung. Das heißt, letztlich möchte ich damit sagen, wer zum Beispiel einen Cloud-Dienst überwacht, indem er nur HTTP abfragt und die Zeiten dazu misst, ist in gewissen Bereichen blind. Das heißt, ich muss mir eigentlich die Sache angucken. Anstatt nur HTTP abzufragen, gibt es noch sehr viele Stationen zwischendrin. Und selbst bei der HTTP-Abfrage ist es ein Unterschied, ob ich den Webserver per HTTP abfrage, ob ich eine TCP-Connection bis zum Server mache und einfach nur den Handshake messe, aber nicht den Webserver selbst stresse, oder ob ich zum Beispiel einen ICMP-Ping hinschicke und über den Weg rausfinde, was passiert ist. Aber das reicht trotzdem nicht, weil dann bekomme ich immer nur noch die Gegenstelle. Ich kann über den Weg zwar einen langsamen Webserver von einem schnellen unterscheiden, wenn die TCP-Zeiten oder die ICMP-Zeiten gleich sind, aber wenn sich daran nichts tut, dann muss das Problem woanders liegen. Und dann bleibt es eigentlich nur über den Weg, dass ich die Zwischenstationen auch ausmesse. Hoffentlich antworten sie mir per Ping oder über ein anderes Protokoll, oder ich kann zumindest anhand der Teile, die regelmäßig antworten, herausfinden, ob irgendwo ein Weg unterwegs beschäftigt ist. Aber das reicht dann immer noch nicht. Es könnte nämlich sein, dass auf der anderen Seite gar nicht ein Server steht, sondern viele Server stehen, die sich hinter einem Load Balancer verbergen. Dann, wenn die Server nicht direkt erreichbar sind, sondern ich nur den Load Balancer erreiche, kann ich nicht ermitteln, welcher Server im Hintergrund effektiv wie schnell ist. Es gibt allerdings einige Exchange-Server zum Beispiel, die auch ihren Servernamen im HTTP-Header mitliefern. Aber wenn ich von meiner Probe regelmäßig dort prüfe, kann ich halt nicht sicher sein, dass ich immer den gleichen Server erwische. Das hängt vom Provider ab, ob er ein massives Load Balancing macht und mit sehr kurzen Zeiten der Stickiness, wie das so schön heißt, oder ob er mir immer den gleichen Server zuweist. Es gibt aber auch Dienste, die gar keinen Load Balancer haben, wie zum Beispiel ein Teams Media Relay. Wenn ich per DNS die Abfrage mache, bekomme ich mit jeder Anfrage einen anderen Server. Es sind natürlich sehr viele Server, also ich kann jetzt nicht sagen, ich mache eine DNS-Abfrage und bekomme 5 IP-Adressen als Antwort und dann mache ich eine Verbindung zu diesen 5 Servern parallel auf, um diese unterschiedlich auszumessen. Aber es kann eine Möglichkeit sein, um zum Beispiel einen schlechten Server zu erwischen. In der Microsoft Cloud hilft es nicht so viel, aber wenn Sie zum Beispiel selbst einen Webserver betreiben oder einen Service, der, von dem Sie wissen, dass er genau auf 2 Servern oder auf 3 oder 4 läuft und Sie diese 4 Server individuell auch ansprechen können, also nicht bloß unter dem virtuellen Load Balancer Name oder dem virtuellen DNS-Alias, sondern jeder Server auch nochmal einen eigenen Namen hat, dann bietet es sich schon an, mit einem Check nicht bloß die Wege und den virtuellen Namen, sondern auch die realen Namen zu übermitteln. Und wenn ich das umgesetzt habe, dann hoffe ich mal, dass ich irgendwann auch mal weiß, ist hier nun Teams langsam von Microsoft oder ist die Verbindung dorthin langsam oder habe ich vielleicht unterschiedliche Data Center. Soweit soll diese Seite reichen, um Ihnen zu erzeigen, dass es eben nicht ausreicht, eine Probe gegen einen Service zu machen. Dann können Sie nur feststellen, ob dieser Service schnell ist oder langsam. Wenn er aber wie hier eine Einschränkung hat, dann brauchen wir mehr Messdaten. Und zwar nicht direkt vom Server selbst, sondern auch vom Weg dorthin. Deshalb ist ein Sensor nicht genug.